Desiree, ich begrüße Sie. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht. Ich habe heute frei. Hallo erstmal. Und deswegen sitze ich hier auch noch in meinem Morgenmantel mit Nachthemd drunter. Wir gehen das heute ganz gemütlich hier an. Und ja, ihr seht, ich bin gemalt, weil wir heute Abend verabredet sind. Aber ansonsten gammel ich hier noch so ein bisschen vor mich her. Gut. Wie ihr schon gesehen habt, wir machen jetzt zusammen ein Update der Finish 8 bei Easter Challenge. Beim letzten Mal habe ich es ja leider nicht hinbekommen, euch ein Video-Update zu liefern. Da findet ihr das Update auf Instagram und Facebook als Bild. Denn ja, das war der Zeitraum an oder wo sich mein Laptop relativ verabschiedet hatte. Und ja, ich so kurzfristig das dann einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen habe. Beziehungsweise dann war ja auch Weihnachten etc. pp. No? Gut, ist ja egal. Jetzt bekommt ihr ein Video-Update wieder. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Als allererstes hatte ich ja hier den Rituals Duschschaum mit dabei. Der Flower Shower, White Lotus und Bergamotte mag ich nach wie vor super, super gerne. Wenn irgendjemand hier zuschaut, der bei Rituals arbeitet oder Rituals Kontakte hat, meine Herren, dieser Duschschaum, ja, der muss bitte ins Standardsortiment oder generell erstmal zurückkommen. Das wäre schon mal eine tolle Sache. Beim ersten Mal, als ich das Intro gedreht habe, habe ich verbummelt, den zu wiegen. Beim ersten Update hatte er 172 Gramm und jetzt wiegt er 161 Gramm. Also habe ich 11 Gramm verbraucht. Genau. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt mit dem, was hier drin ist, noch auskomme, ob ich das während des Projektes schaffe. Ich benutze die Sachen einfach weiter in meinem normalen Rhythmus und in der normalen Häufigkeit. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, habe ich die Challenge halt verkackt. So ist es. Aber es geht ja auch nicht nur darum, die Sachen zu lernen, sondern es geht ja auch darum, die Sachen einfach zu benutzen und zu verbrauchen. So. Als zweites hatte ich hier von Balea das klärende Gesichtswasser mit Fruchtsäure. So sieht's aus. Und ihr könnt vielleicht sehen, das ist leer. Das war der Start. Das war mein erstes Update. Und jetzt ist es leer. Genau, also das erste Produkt ist aufgebraucht. Das dritte Produkt in der Challenge war die Balea Urea Fußcreme. 100 Milliliter sind, ups, hier enthalten und das ist der Fortschritt. Das war der Start, das war das erste Update. Aktuell bin ich hier. Ich bin guter Dinge, dass ich die aufbrauchen kann bis Ostern und ich finde die echt sehr gut. Genau. Ich creme mir einfach meine Füße nach dem Baden oder so dick ein mit dieser Creme, ziehe mir ein paar Kuschelsocken drüber und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ja, von dem her würde ich die mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn die jetzt leer gehen sollte. Ja. Übrigens, das Gesichtswasser von Balea werde ich mir nicht nachkaufen. Das ist mir einfach zu alkoholisch. Ich benutze jetzt in Zukunft einfach das Micellenwasser von Garnier weiter. Damit bin ich sehr zufrieden. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das meine Haut besser tut. Weil, ja, so viel Alkohol sollte man sich natürlich nach Möglichkeit nicht unbedingt ins Gesicht klatschen. Gut, weiter geht es mit einem Doppelprodukt, sage ich jetzt mal. Und zwar sind das die Peelings hier. Ich hatte von The Body Shop das Mango-Peeling in dieser kleinen Größe. Das ist leer, habe ich aber auch schon ausgewaschen, damit ich das Döschen für irgendwelche anderen Sachen weiterverwenden kann. Und dann hatte ich hier in dieser Butterbrotdose das Lush Peeling Sandstone. Und ich denke da nicht jedes Mal dran, wenn ich es bin, also wenn ich dusche oder bade oder was. Aber ich habe es jetzt schon zwei, dreimal verwendet seit dem letzten Update. Und es hat sich aber gewichtstechnisch nicht so viel getan. Beim
Start hatte es 118 Gramm, jedenfalls steht das hier auf dem Sticker von Lush. Beim ersten Update dann 104 Gramm, also habe ich da angeblich 14 Gramm verbraucht. Und jetzt beim zweiten Update wiegt es 102 Gramm, also habe ich angeblich nur 2 Gramm verbraucht. Also irgendwie merkwürdig, beim ersten Mal 14 Gramm und dann irgendwie nur 2. Passt irgendwie nicht zusammen, weil ich habe es jetzt nicht irgendwie häufiger oder weniger häufiger in den 2 Monaten benutzt. Naja, blickt man nicht durch. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Es sind jetzt noch 2 Monate und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Peeling nicht schaffe aufzubrauchen. Ich habe zumindest, sage ich mal, ein halbes Produkt aufgebraucht, indem ich dieses Peeling geleert habe. So, weiter geht es mit meinem Lippenpflegestift von Balea, der Intensive, mit Shea Butter und Arganöl. Das ist hier dieser lilane und da könnt ihr auch schon den Fortschritt ganz gut erkennen. Relativ gleichmäßig ist der Fortschritt auch geblieben. Das war der Start, das erste Update, das ist der aktuelle Stand. Halte ich euch jetzt nochmal daneben. So, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Das ist der aktuelle Stand. Und ja, auch den werde ich wahrscheinlich jetzt nicht in 2 Monaten noch geleert bekommen. Aber ich bleibe einfach dabei und vielleicht verwende ich den noch einfach mal als Fettcreme, beispielsweise für die Knie oder für die Knöchel an sich. Muss ich mal schauen. Genau. Dann, das nächste Produkt waren Masken. Also mehrere Masken bildeten ein Produkt. Da habe ich jetzt bisher 5 einzelne Sachets aufgebraucht. Und zwar eine Fangomaske von Reval de Loupe. Finde ich nach wie vor sehr, sehr toll. Soltas Luxus Todesmeer Premium Maske Feuchtigkeit. Ein Sachet. Und auch die hat mich sehr, sehr begeistert. Also gerade wenn ihr viel Make-up getragen habt und dadurch viele Reinigungsprodukte verwenden müsst, um euer Gesicht wirklich sauber zu bekommen und dann das Gefühl habt, im Nachhinein die Haut spannt und braucht einfach Feuchtigkeit, um wieder aufzutanken, dann ist diese Maske wirklich sehr, sehr toll und ist auf jeden Fall Nachkaufkandidat für mich. Dann habe ich hier so ein Doppelpack benutzt, die gehörten zusammen. Und zwar war das einmal ein Peeling-Gel und dann im Anschluss eine Vitaminmaske. Habe ich auch in der Reihenfolge so gemacht. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerockt, aber ja, hat ganz gut gerochen. Deswegen wahrscheinlich gerockt. Hat ganz gut gerochen, aber wäre jetzt für mich kein Nachkaufkandidat unbedingt. Und dann habe ich aufgebraucht ein Sachet der Aldo Vandini Detox Gesichtsmaske. Ihr wisst, die mag ich nicht. Und ich hatte ihr ja, wie viele Sachets hatte ich denn jetzt insgesamt? Ich glaube, ich hatte mir 2 Doppelpacks gekauft, sodass ich 4 Anwendungen hatte. Und das ist jetzt die dritte Anwendung, die ich sozusagen benutzt habe von dieser Maske. Und nach wie vor, wir werden irgendwie keine Freunde. Gerade wenn ihr euer Gesicht, vielleicht durch Reinigungsprodukte vorher leicht verletzt habt zum Beispiel, ja, die brennt sofort, sobald irgendwelche kleinen Stellen sind. Ich kann mir auch vorstellen, Leute, die trockene Haut haben und sich dann so eine Gesichtsmaske ins Gesicht machen, wenn die Haut auch so Mikrorisse sozusagen hat durch trockene Haut, würde ich euch davon total abraten. Das wird sicherlich auch brennen bei euch. Ja, das sind die Masken, die ich verbraucht habe. 5 Einzelsachets und 3 Einzelsachets habe ich jetzt noch übrig. Die letzte Aldo Vandini Detox Maske ist noch übrig. Ich habe noch eine Fango Maske übrig und eine Hälfte der Feuchtigkeitsmaske von Soltaus. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich das schaffe bis Ostern. Wahrscheinlich sogar werde ich dann auch noch weitere Masken verwenden. Und ja, von dem her, das werde ich hinbekommen. Weiter geht es mit einem Bündel und zwar Cremes. Da habe ich zum einen hier von Yves Rocher die Hydra Vegetal Erfrischende Augenpflege. So sieht die aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier unten ist eine riesige Blase. Und hier setzt sich das irgendwie auch sehr unregelmäßig ab. Das hat hier so ein
so ein Tal, sag ich mal, in der Mitte. Deswegen konnte ich jetzt nur schätzen, wie der aktuelle Stand ist. Beim Intro habe ich keinen Strich gemacht, weil da konnte ich das auch überhaupt nicht abschätzen. Das war jetzt das erste Update und jetzt habe ich hier einfach mal geraten, dass die Augencreme bis da noch gefüllt ist. Wenn ich mich ranhalte, könnte ich es, glaube ich, schaffen, in 2 Monaten die jetzt noch leer zu bekommen. Die Abstände sind ja relativ gleich. Also, ne, hier wäre jetzt dann das nächste Update und dann wäre es ja leer zum Finale. Gucken wir einfach mal, wie ich mich schlage. Und dann hatte ich einige Pröbchen dabei. Und zwar einmal Eyeshadow Bases von Zoeva in Pearl und Matt. Die sind beide noch nicht benutzt. Um Gottes Willen, ich bin mir nicht sicher, dass wenn ich die jetzt anbreche, dass ich es überhaupt noch bis dahin schaffe, obwohl hier sind nur 0,3 Milliliter. Mal sehen. Wir werden schauen. Dann habe ich hier noch 3 Pröbchen von Gesichtscremes, die ich bisher noch nicht verwendet habe. Einmal die Kneipp Regeneration Gesichtscreme, die habe ich noch nicht verwendet. L'Oreal Revitalift Filler HA. Die habe ich auch noch nicht verwendet. Und L'Oreal Paris Revitalift Laser X3 habe ich auch noch nicht verwendet. Das Ding ist einfach, ich habe die mir jetzt schon an den Schminktisch gestellt und benutze sie trotzdem nicht. Ich muss mir jetzt, glaube ich, irgendwas überlegen, dass ich sie vielleicht in einen extra Ständer stelle, der am besten vielleicht auch noch durchsichtig ist oder so, dass ich die einfach sehe, weil ich habe die jetzt so an der Seite einfach so reingesteckt in meine Acrylaufbewahrung und da geht es einfach unter. Und ich muss die Produkte sehen, damit ich sie auch benutze. Als wir über Silvester bei meinen Schwiegereltern in Spee waren, habe ich die Clarins Paris Multi Regenerate bla 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 Creme aufgebraucht. Dieses Pröbchen hier, muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch jetzt keinen super tollen Mega-Eindruck mehr schildern, aber ich meine, ja, die roch ganz angenehm, hier ist noch ein kleiner Riss drinne und was mich so ein bisschen nervt, ist, dass dieser Trend momentan ist, dass in Gesichtscremes einfach ganz, ganz viele Silikone gepackt werden. Das nervt mich persönlich total. Klar, wenn man das als Unterlage fürs Make-up beispielsweise verwenden möchte, um dann einen schönen, ebenmäßigen, glatten Auftrag zu bekommen, ist das sicherlich keine schlechte Sache. Aber es gaukelt ja einem vor, die Haut wäre schön weich und gepflegt. Und das ist sie ja nicht unbedingt durch die Silikone. Also es gibt ja gute und schlechte Silikone, aber trotzdem ist es ja eher so eine Art Film, der sich auf die Haut legt und sie vielleicht zwar schützt, sage ich mal, vor äußeren Einflüssen, aber das bringt ja jetzt keine wahnsinnige Pflege. Also sie war in Ordnung, sie hat gut gerochen, zog total schnell ein und hat sich auch als Make-up-Unterlage gut gemacht, aber die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich sage, Mensch, die muss ich mir jetzt in Full-Size nachkaufen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und zwar waren das Nose Strips. Und ja, da habe ich ein paar verwendet. Ich gucke jetzt hier mal gerade so. Ich habe verwendet 2 Pure Skin Clear Up Strips von Revival de Loop. Die sind leer. Dann habe ich 2 fürs Kinn verwendet von Nivea. Könnt ihr sehen, die sind dann so dreieckig. Und 1 von Balea. Und ich muss sagen, die von Revival de Loop haben mir bisher am besten gefallen, von denen, die ich benutzt habe. Ich habe früher sehr gerne die von Nivea benutzt, aber da ist es so, in diesem Päckchen sind welche fürs Kinn und für die Nase drin. Und die mit dem fürs Kinn, da kann ich eigentlich so relativ wenig mit anfangen. Die sind außerdem auch viel zu klein für mein riesiges Kinn, aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls, ja, dann kaufe ich mir so ein Paket, wisst ihr, und da sind zwar dann auch welche für die Nase drin, aber auch fürs Kinn. Und irgendwie bringt mir das ja nichts, wenn ich eigentlich nur die für die Nase haben möchte. So, die von Balea fand ich grottenschlecht. Also die sind gar nicht richtig, wie soll ich sagen,
hart geworden und haben, also hart geworden schon, aber die haben sich nicht wirklich an die Haut geheftet, sodass, wenn man sie abgemacht hat, auch wirklich was hätte abgehen können. Die haben sich nicht so richtig mit der Haut verbunden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das haben die hier aber wirklich gut gemacht. Ist natürlich sehr schmerzhaft, muss man dazu sagen. Und die enthalten auch Teebaumöl. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber die haben mir wirklich am besten gefallen und bei denen habe ich jetzt den meisten Effekt gesehen. Ich habe jetzt von den Balea Nose Strips noch zwei übrig, die ich verwenden muss. Dann habe ich noch die zwei Nasenstrips von Nivea. Da könnt ihr sehen, die sehen dann so aus. Und dann habe ich noch einmal von Revival de Loop welche. Und zwei von Essence Pure Skin. Genau, also da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Das sind jetzt insgesamt noch 7 Stück. Es sind noch 8 Wochen. Ja, also wenn ich jede Woche eins mache, dann dürfte ich ja eigentlich damit hinkommen. Ja, wir werden sehen. Ich hatte ja mir nämlich damals verschiedenste Pakete gekauft, um sie zu testen. Was ich ja jetzt nicht mehr machen möchte, zumindest nicht, wenn es keine Produkte sind, die ich jetzt unbedingt benötige. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn es mir jetzt darum geht, ich suche eine gute Fußcreme, die mir das und das und das bietet, dass ich mich dann natürlich nach und nach ein bisschen durchteste, ist ganz klar. Aber es ist ja Schwachsinn, mir dann 5 verschiedene Fußcremes zu kaufen und alle durchzutesten und dann nur noch die nachzukaufen, die ich gut finde. Sondern eigentlich sollte man das ja dann nach und nach machen. Also ein Produkt kaufen, das testen, wenn es einem nicht gefällt, aufbrauen und das nächste ausprobieren. Hier habe ich einfach, weil ich mir dachte, Mensch, ne, interessiert die Leute vielleicht, testest du mal Nose Strips, habe ich mir halt eben verschiedenste Nose Strips Marken gekauft. So ein Quatsch, denn so richtig benutzen tue ich die eigentlich sehr, sehr selten. Also wenn mich jetzt hier die von Essence nicht noch vom Hocker reißen sollten, werde ich mir wahrscheinlich dann mal ein Paket hiervon nachkaufen. Und das wird mir wahrscheinlich ein ganzes Jahr halten, weil ich solche Nose Strips einfach sehr, sehr unregelmäßig verwende. Und von dem her, ja, ne, was soll ich euch sagen? So sieht's aus. Gut, jetzt mache ich das Video aber auch nicht unnötig länger, als es sein müsste. Das ist der aktuelle Stand. Einige Dinge werde ich schaffen, bin ich mir eigentlich recht sicher und manche Dinge leider wahrscheinlich nicht. Aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache ist, sich anzustrengen, sein Bestes zu geben. Und ja, dann hoffe ich, hat euch das Update gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.